Schön, dass ihr auch wieder beim zweiten Hund dabei seid. Warte, der zweite Hund, das erste war eine Katze. Was redest du für einen Blödsinn? So, auf jeden Fall ist das zweite Tier heute von Yvonne-15.07. Er ist ein Dackel-Terrier-Mix. Okay, warte mal, wir machen erstmal hier fertig. Ich vergesse immer, ob männlich und weiblich einzustellen. Das muss ich immer nochmal richten. Er heißt auf jeden Fall Jimmy und ist von Yvonne unterstrich 15.07. 15.07. So, sehr schön. Und wir machen mal wieder mit der Genetik. Wir werden mal wieder experimentieren. Rassenmischer, ein Dackel brauchen wir. Ein Dackel. Da haben wir ihn. So. Voll süß. Und dann brauchen wir noch ein Terrier. Mal gucken, was wir da so finden. Terrier. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Terrier. Dackel-Terrier-Mix stand da. Beldington. Auf jeden Fall ist es ein kleiner Terrier. Deswegen würde ich denken, irgendwie sowas. Silky Terrier, Yorkshire Terrier. Das Dingsbums Terrier, Toy Fox Terrier, Scottish Terrier. Ich glaube, der Scottish Terrier würde passen. Boston, Bedlington Terrier, Irish Terrier. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie hat nichts dazu geschrieben. Aber ich denke, das hier, ja, das würde auf jeden Fall passen. Die Nase müssen wir ändern. Aber wir gucken mal, was uns der Rassenmischer so rausgibt. Und das ist auf jeden Fall noch nicht das Richtige. Oh Mann. Das könnte passen. Wartet mal. Das könnte auf jeden Fall klar gehen. Ach, wir haben vergessen. Der gute Jimmy ist aufgedreht und trotzdem treu. Da würde ich sagen, laut, das hat schon gepasst. Treu. Und aufgedreht. Vielleicht ein kleiner Unruhestifter. Die haben nur Unfug im Schilde. Sie benehmen sich oft daneben und können sogar dazu ermutigt werden, Unfug zu machen. Okay, machen wir mal das. Jetzt macht der Jimmy erstmal einen Haufen. Die Grundfarbe passt. Die Nase, das Schnäuzchen passt auch. Und ich glaube, hier hat er nicht so ganz krass. Warte mal, Detailbearbeitung. Das hat er nicht so ganz krass ausgebildet. So, genau. Und die Ohren, das sind auch so ein bisschen andere. Die Ohren, die passen an sich schon, die sind halt nur nicht so lang. Obwohl, wir probieren mal noch andere Ohren durch. Die hier. Die sind eigentlich perfekt. So, ja. Der Jimmy ist übrigens schon ein Senior. Deswegen würde ich ihn auch zum Senior machen wollen. Und was könnte denn hier passen? Das hier könnte passen. Nee, das passt. Der Jimmy ist ein Senior. Ich habe euch das Bild jetzt hoffentlich auch wieder eingeblendet. Ich gehe mal davon aus. Und der hat... Wir machen das jetzt so. Ja, wir machen den Jimmy zum Senior. Genau. Das ist nämlich auch schon so ein bisschen grau. So. Ich weiß nicht, ob das von der Statur her so passt. Auf jeden Fall würde ich sagen, ist er kleiner. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie man Hunde kleiner machen kann, größer machen kann und ob das überhaupt geht. So, okay. Gut. Fangen wir an. Fangen wir an. Anstrichmodus, wir nehmen weiß. Das geht so ein bisschen ins Gelblich über. Genau, das ist eigentlich perfekt, die Farbe. Wir haben allerdings auch schwarz. Und wir nehmen mal... Fliege, geh weg. Was nehmen wir denn? Das ist zu krass. Das hier könnte passen. Also das hier hat er auf jeden Fall nicht. Oh ja, das passt. Guckt mal. Das hier hat er auf jeden Fall nicht. Hinten über dem Rücken, das passt so. Da wird der Tatsache schon ein bisschen grau. Aber das Braun hat er komplett nicht. Und ich würde auch sagen, hier hinten, das sehe ich leider nicht.
Jedenfalls auf dem Bild, was ich habe, nicht. Und das Schwänzeli sehe ich auch nicht. Deswegen müssen wir da so ein bisschen improvisieren. Okay, jetzt geht das wieder los mit diesem Stempeln hier. So ein bisschen können wir ja... So ein bisschen können wir ja dieses Braun hinten lassen, weil ich glaube, so ein bisschen hat er das. So ein kleiner Ängstlicher, kann das sein? So wie er da steht. So. Okay. Hier hat er das auch. Das geht ungefähr bis hier. So. Hier muss es auch noch weg. Es muss auch noch weg. Es muss auch noch weg. So, und das würde ich sagen, können wir so lassen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so hinhaut. Die Ohren sind auf jeden Fall auch komplett schwarz. Wir könnten ja mal... Nee, ist schon komplett. Okay, alles klar. Die Ohren sind komplett schwarz. Sie sind in Ordnung. Hier oben ist auch schwarz. Wir machen mal den Pinsel ein bisschen kleiner. Und wir haben allerdings hier... Ich stempel das erstmal komplett dunkel, würde ich sagen. Diese Altersdetails, da müssen wir aufpassen, dass wir da nichts verpassen oder verstempeln. Das wäre ein bisschen schade. So, okay. Da ist noch ein bisschen was. Dieses Braun muss Tatsache komplett weg. Hier ist auch noch was Helles. So. Okay, ich vermute, das hier wird er auch haben. Das sehe ich leider nicht so genau. Braun hat er hier gar nicht dabei. Da würde ich sagen, stempeln wir einfach nochmal richtig hier mit dem Hell drüber. Weil das ist sowieso, was er hat, das ist sowieso heller als das, was wir im Moment hier gerade haben. So, von der anderen Seite auch nochmal. Und da ist dann auch noch... So, das geht Tatsache bis hier hoch. So. So. Also hier hinten weiß ich es leider nicht und Schwänzli weiß ich leider auch nicht. Und hier... Machen wir einfach nochmal jetzt drüber. Dass wirklich nur das da hinten so ist. So. Okay, nochmal hier das. Das sind immer, wenn man den Hund dreimal dreht, das sind immer nochmal so Details, die man dann findet. Das ist echt übel. Okay, so. Jetzt kommt das Schwierige an der Sache. Unser Hund bekommt seinen Schnauzer. Das ist eigentlich schon ganz gut. Was ist das? Es könnte auch passen. Das sieht nämlich so ein bisschen aus wie so ein Drahthaardackel. Okay, das klingt komisch, ist aber so. Ja, wir brauchen halt den passenden Pinsel oder den passenden... Ja. Welchen hatte ich denn jetzt? Wie der hier vielleicht? Der könnte auch gehen. Warte mal, der ist eigentlich ganz gut. Der ist eigentlich ganz gut. Ich fange einfach mal an. Das geht Tatsache bis hier. Und hier unten auch noch weiter, also. So. Genau. Und dann haben wir hier nochmal einen kleinen Fleck. Hier so. Einen kleinen weißen Fleck. Das ist eigentlich ganz okay. Jetzt haben wir hier oben auch nochmal. Ist ja schwierig nachzumachen. Müssen wir vielleicht doch nochmal kleiner machen. So. Sieht allerdings wieder nicht mehr so original aus, oder? Was meint ihr? Ich weiß es nicht. Obwohl, es geht eigentlich.
Ich glaube, das ist schon unser Jimmy. Ich würde ja nochmal bei den Fell-Einstellungen gucken. Das ist halt ein alter Hund, ne? Ist ein Obby. Ich würde nochmal bei den Fell-Einstellungen gucken, was wir noch für Fell haben. Ob da vielleicht das ein oder... Oh. Nee. Okay. Das sieht definitiv nicht besser aus. Ich glaube, besseres Fell werden wir dafür nicht finden. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber da passt der Schnauzer nicht. Das haben wir, glaube ich. Ist da ein Unterschied? Ja, Tatsache. Ich musste halt nur warten. So, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Ist ein alter Hund. Ein Senior sozusagen. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nee, Quatsch, warte mal, wir sind noch gar nicht fertig. Ich sehe gerade, ich habe ein Detail übersehen. Ich habe Tatsache ein Detail übersehen. Wartet mal. Wir müssen den nochmal nehmen und das Schwarze. Und dann hier nochmal komplett schwarz machen. Denn hier ist er Tatsache komplett schwarz. So, das passt. Ich drehe nochmal den Pinsel. Ich sehe nicht, wie ich ihn drehe. Das war auf jeden Fall verkehrt. Ja. So. Okay. Ich würde sagen, jetzt haben wir es. Ich hoffe, der Jimmy gefällt euch und vor allem hoffe ich, der Jimmy gefällt der Yvonne. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Tier wieder. Bis dahin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja. So, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.